Moin Moin und willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Chasm auf meinem Kanal, auf der Switch natürlich. Ja, hier war der letzte Speicherpunkt und wir huschen gleich mal weiter und gucken mal, was wir hier noch so alles entdecken können. Wir könnten auf jeden Fall mal nach Katars gehen. Denn wir müssen auf jeden Fall herausfinden, wie wir das Tor öffnen können, wovon der Magier gerade eben geredet hat, beziehungsweise der Entdecker da, der gesprochen hat. Und das machen wir jetzt, indem wir nochmal nach Katars gehen und gucken, wer da gerade schon... Wir haben ja ein paar zwei Leute jetzt befreit. Und diese zwei Leute... ein Magieshop, vielleicht kriegen wir da noch ein paar zusätzliche Sachen. Nützliche Sachen vielleicht auch. Das wäre natürlich vom Vorteil. Warrior unlocked. Oh, ein Apfel. Ein Apfel ist vielleicht nicht verkehrt. Kann uns irgendwann mal die Energie auffrischen. Oh. Okay, macht nichts. Super. So. Hier. Da geht es nochmal runter. Unten, da gibt es auch noch einen Weg. Den werden wir gleich mal ausloten nochmal vorher. Aber erstmal gehen wir hier oben längs. Anscheinend waren wir hier oben noch nicht. Da kommen wir auch nicht hoch. Da wir jetzt der Sprung jetzt auch nicht schaffen. Nee. Okay. Dann müssen wir nach unten. So, letztes Mal sind wir links gegangen. Gehen wir diesmal nach rechts. Oh, Mist. Naja. Joa, hier können wir jetzt nach oben gehen. Wir gehen aber weiter geradeaus. Oh, hier ist er. Ah, guck mal, wir das Tor aufmachen. Now, just in for the woman, I locked the gate in place. Okay. Gut, ich muss hier stehen bleiben, damit er was machen kann. Das sollte es getan haben. Jetzt ist die Tür wahrscheinlich durchgehend offen. Jetzt verfolgen, sollen wir ihm folgen? Machen wir auch. Wie ist er dann den ganzen Monstern vorbeigekommen? Fragen über Fragen, ne? Das ist schon komisch, oder? Naja, irgendwie wird er sich da schon durchgemogelt haben. Komischerweise. Oh nein, ist so dumm. Nein, ist so dumm. Das ist wirklich dumm. Critical! Schon wieder? So, ich muss gleich mal hier Erfahrung mehr sammeln. Würde ich hier. Warte mal, wir können auch einen Apfel essen, oder? Guck mal, gleich schon Energie bekommen. So, super. Bevor ich gleich drauf gehe hier und ich dem Professor nicht folgen kann. Ich weiß ja nicht, wo er hin ist. Aber nach unten oder nach oben? Wir gehen dann nach unten. Nach oben ist, wir wollen eh runter zu den Minen. Ach, guck mal hier. My research indicates that Shaheem was the leader of the Ladorian. Okay. Da ist etwas... Wissen wir jetzt, wer der Chef von der Truppe war, die er entdeckt hat. Oh. Nein! So, und wieder aufgestiegen. Oh, das ist eine Truhe. Ah, die will ich haben. Yes! Okay. Ja, ich teste gerne diese Indie-Games und ich spiele die auch ganz gerne, weil teilweise sind da wirklich wunderbare Perlen bei. Und man weiß ja nie... Oh, schade.
komme ich da nicht rüber. Ist bestimmt noch irgendwie, kriege ich bestimmt noch eine Zusatzfunktion, was ich kann. Okay, mein Schwert ist schon ganz gut, ne? Irgendwie. Ach, scheiße, ich muss mal aufpassen. Drehe ich relativ zügig um und hauen gleich zu. So, hier ist natürlich sehr groß. Hier ist wieder eine Tür, die zu ist. Rein, das ist auch eine Truhe, da muss, kriegt man schon auch noch irgendwas, ist, wo wird man das da? Was ist das denn? Oh nein. So. Okay, dann müssen wir hoch und die öffnen. Nein, da kann ich hoch. Na gut, gehen wir hier hoch. Okay, auf jeden Fall müssen wir höher. Ein paar. Oh. Das gibt's doch gar nicht. So, du Spast. So, der ist wahrscheinlich für den anderen. Da unten. Genau. Ah, also noch ganz leichte Rätsel, muss man sagen. Aber wer weiß, ob sich das nicht noch verändert. Gucken wir mal. Eine Maschine. Okay, das ist wahrscheinlich die erste Etage. Wir können zumindest nochmal speichern, das machen wir auch. Yes. Yes. I want to save my game. So, hier können wir auf jeden Fall eine Etage runtergehen. Und wieder ganz runter. Floor 1 und jetzt sind wir in Floor 2. Okay, da sind wir natürlich ganz schön weit unten, ne? Puh, gehen wir mal nach rechts diesmal. Letztes Mal sind wir das erste Mal nach links gegangen, diesmal gehen wir das erste Mal nach rechts. So, die Gegner werden wahrscheinlich stärker sein. Hier können wir nicht durch. Nee. Die zurückziehen finde ich ganz cool. Ein fetter Move, Michael Jackson-Style. Steppst mich. Oh. Okay, dann müssen wir andere Taktik benutzen, um den zu treffen. Oh. Ah, Drecksau. Okay, also Erfahrungspunkte brauchen wir noch lange, um wieder Leben zu bekommen. Aber... okay, wo kommen wir denn hier hin? Ah, du Drecksau. So. So. Oh, das ist noch ein Geldsack. Also
können wir nicht mitnehmen. Und wir müssen echt mal nach oben gehen. Ich glaube, die nächste Chance, die wir haben, nach oben zu kommen, sollen wir nutzen. Denn es gibt bestimmt ein paar Sachen, die man noch kaufen kann, die uns helfen würden. Hier geht es nochmal eine Etage runter. Oder geht es nach oben? Ne, es geht noch einen weiter runter. Puh, die Frage, gehen wir da runter oder gehen wir da nicht runter? Das macht natürlich jetzt nicht so viel Sinn, da runter zu gehen, oder? Ich kann hier Marker setzen. Okay. Ich gucke trotzdem weiter. Gucken, was hier weiter kommt mit der Etage. Ach, guck mal an, jetzt komme ich hier direkt, kann ich direkt zum... Jetzt gehen wir nach oben in die Stadt. Denn da kommen wir jetzt ja hin. Das machen wir mal. Gucken wir mal, oben in der Stadt so alles ist. Und uns vielleicht auch helfen kann bei unserer Reise. Nach oben gucken. So, wer ist denn alle schon wieder da? Gehen wir einmal zum Major. Also zum Bürgermeister. Warte mal, hören wir hier. Das sind alles, die man finden kann. Okay. Oh, ich bin froh, dass Besten okay ist. Ich habe ihn eher als Irritation gesehen, aber er ist mir ins Herz gewachsen. Oh, es ist schön zu sehen, dass Narina wieder zurück ist. Sie war lange nicht mehr in unserer Stadt. Aber sie ist immer noch einer von uns. Okay. Gut. Raus. Hier irgendwie war die... War doch die Dings hier erschienen, die Magierin. Vielleicht finden wir hier Häuschen, wo wir was bekommen können. Hier nicht. Der Wirt ist noch nicht zurückgekommen. Der Schmied ja leider auch nicht. Aber hier können wir mal speichern. So, der Schmied ist ja auch nicht da. Aber da ist die Magierin. Okay. Was ist denn hier? Okay. Talk, wir reden mal mit ihr. Ah, hallo, kleiner Mann. Mein magischer Shop ist jetzt wieder offen. Ich habe viele verschiedene Sprüche, die man kaufen kann für deine Quest, die dir helfen würden. Ich bin noch nicht dazu da, alle Sprüche auszubaldowern, aber es wird mal Zeit kommen. Ich habe mein Buch der Inkarnation verloren. Okay. Okay, sie konnte mal irgendwann alles lösen, aber jetzt nicht mehr. Okay, wir müssen das Buch finden. Okay, wir kaufen mal was über dir. Magic Knife. Was kann der Magic Knife? A spell for magical throwing knives. Silver ring. Okay. Ein Turban. Da werden wir defensiv ein bisschen besser. Ein Mönchsrobe. Hat. Okay, ist noch keiner, der irgendwie attackmäßig ist. Aber warte mal. Wenn wir schon hier sind, dann nehmen wir auf jeden Fall was mit. Den silbernen Ring. Oder den Turban. Der Silberring gibt ihn. Ja, machen wir mal. Den Turban. Nehmen wir auch mit. So. Gut, habe ich was zu verkaufen? Nee, hab ich nicht. So, checken wir mal kurz ab hier. Equipment. Und zwar auf dem Kopf. Ziehen wir den Turban an. Und Accessoire werden silberner Ring. Das ist schon ein bisschen besser geworden. Gut, haben wir hier irgendwas rein zu können? Nee. Das können wir mal verkaufen doch, ne? Da kann der Schmied auch damit anfangen. Gut. Ich würde sagen, wir gehen wieder runter in die Mine. Speichern nochmal ganz kurz. Aber aus dem Grund, den brauche ich nachher nicht machen, falls ich sterben sollte. So. Rein. Runter. Und noch eine Etage tiefer. So, gehen wir runter in Ebene 3. Was uns da erwartet, weiß ich allerdings noch nicht. Wenn wir vielleicht... Oh! Das Ding geht kaputt. Oh!
Hätte ich mich nicht bewegt, hätte ich diese Truhe hier nicht bekommen. Hot, Hot Chocolate, okay. Gut, dass ich mich bewegt habe. Gehen wir nach rechts. Müssen wir schon rüberschieben, damit wir auf diese Dinger da springen können. Erstmal hier. Okay, hier können wir nach links oder rechts kommen. Die Tür ist zu, also bringt uns das hier gar nichts. Schieben wir den weiter. Okay. Irgendwie was gesammelt. Geht's hier nicht? Aber wir können da rüberkommen, oder? Ja. So. Ach, ich komme auch nicht runter. Wir müssen irgendwas finden, wie wir diesen Boden hier wahrscheinlich kaputt bekommen. Das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Wir müssen erstmal neue Fähigkeiten finden. Oh. Oh Mist. Hätte ich auch aufpassen können. Oh nein, da oben ist also der, wo wir rauf müssen. So. Hüpfen. Und hüpfen. Und hüpfen. So. Die Tür auf da drüben? Ja, perfekt. Entschuldigung. War alles geplant? Setzt sich immer wieder zurück, ne? Also jetzt ist die Karre auch wieder weggefahren. Ist jetzt nicht schlimm, aber schade eigentlich. Oh, Ellenwörne. Eieiei. Trifft man die auch kaum, ne? So. Oh nein! Ah! Da kommen wir noch irgendwas zu essen hier haben, ne? 55, 20, 20 ist erstmal reicht. Ach Mist, hätte ich den ausweichen können. Oh. Oh, das gibt's doch gar nicht. Oh nein. Oh, schnell was essen. Doch gar nicht, ey. Sowas Doofes, naja. Sowas nicht geplant? Okay. Wir steigen aber hoffentlich gleich auf. So, Level up. Unser Leben wieder. Unsere Energie. So. Okay. Also irgendwie.
Wir gehen oben längs. Warum auch immer. Hier sind wirklich überall so kleine. Das ist echt so. Oh, die Jump'n'Run-Parts hier. Ich bin schon wieder auf der anderen Ebene, würde ich sagen. Anscheinend nicht. Dann gehen wir nach links. Oh, guck mal hier. Was ist das denn hier? You feel open to learning. You feel open to learning? Was heißt das? Also, du fühlst dich gut, um was zu lernen, aber habe ich oben eine bestimmte Zeit, um irgendwo hinzukommen, was zu lernen? Kann natürlich sein. Dann muss ich jetzt ganz schnell irgendwo hin. Zeit läuft ja ab, also müssen wir uns beeilen vielleicht. Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Oh. Mann, Mann, Mann. Okay, sind wir ganz hoch. Ah, ist auch nervig. So schade, dass die Gegner alle wieder da sind, wenn man einmal rausgeht aus dem Raum. Wahrscheinlich nochmal. Da! Da ist unser. Den Weg, den die Arbeiter freigelegt haben, ist nur geradeaus. Vielleicht bräuchtest du aber eine kleine geschichtliche Lektion, bevor du weitergehst. Die Ladori glaubten an die Geister von, Tieren, die beeinflusst wurden in deren Leben. Auf jeden Fall haben sie einen Gott beschworen, beziehungsweise vergöttert, der Xutal Ulak hieß. Die glaubten, dass dieser Ulak die Kontrolle hat über eine Armee von monströsen Minions. Also Helfern. Die das Zeitalter der Dunkelheit heraufbeschworen. Dieses Symbol ist, was die Landori Ulak präsentierten. Auch der letzte Beweis dafür, bevor sie verschwunden sind. Was kann denen bloß passiert sein? Kann der Ulak damit zusammenhängen? Die Antworten darüber finden wir wahrscheinlich erst später. Ich will warten, bis du alles freigehauen hast. Gut. Okay, das ist wahrscheinlich der Weg, wo man es irgendwo hingeht. Gehen wir trotzdem mal hier oben erstmal kurz längs. Guck mal, kann ich speichern, das ist perfekt. Okay, also jetzt werden wir, glaube ich, vielleicht. Ich weiß nicht, was die Flaggen da unten bedeuten. Es könnte natürlich sein, dieser Banner hier, dass es zum Boss geht. Ich sage, es ist ein Boss. Oh. Okay. Oh! Nein. Oh, verdammt. Okay, wir müssen was essen, schnell. Das ist natürlich dumm. Alles genommen. Ich kann leider sehen, wie viel Energie der noch hat. Oh nein! Ich bin verschwunden, die Sau.
So. Bum, bum. Oh, mein Leben ist erhöht worden. Absolut erstaunliche Arbeit. Ich habe noch jemanden gesehen, der so ein Skill beim Kämpfen hat wie du. Mit meinem Gehirn und deiner Brachialität haben wir eine Chance, ganz nach unten zu kommen. Los, schnell. Zeit ist essentiell. Okay. So, hier ist der nächste Weg, der uns wahrscheinlich nach oben führen wird. Woanders jetzt. Ich bin hier. Keine Ahnung, was wir hier machen sollen. Du bist ja ein Arsch. So ein Spacken, oder? Na gut. Okay, da kommen wir ja nirgendwo rauf. Nee. In die Richtung gehen. Ah, okay. Habe ich schon gedacht, dass sowas passiert, deswegen. Oh! Alter, da brauchen wir mal viele Schläge, um zu sterben. Da brauchen wir eine schärfere Waffe jetzt. Sonst eine bessere Waffe. Laufen! Was ist denn? Toilette? Zumindest gibt's Essen. Aber ich komme dann wieder hoch, ne? Nee. Liegt eine Hand. Spike Gloves. Press against a ledge while falling to grab it. Okay, also wir können. Ah, oh, ich kann mich. Ah, okay. Geht's auch hier? Das ist natürlich cool. Das ist natürlich cool. Du kannst irgendwo festhalten. Machen wir hier. Learning Scroll. Können wir die schon benutzen? Wahrscheinlich nicht, ne? Oder? Permanently increases the render attribute one point. Super. Okay, müssen wir jetzt wieder hoch. Warte, ich nehme mit. Alles mitnehmen, was man zerstören kann. So. Oh nein. Das hätte aber klappen können. Warte. So. Hey, das kann mich doch nicht festhalten. Ey, das ist ja nicht fest. Ich muss mich doch da festhalten können, bin mir ziemlich sicher. Zack. So. Das ist natürlich die Zusatzfähigkeit, die wir jetzt erlangt haben. Was natürlich sehr cool ist. Oh. Oh. Mistviech. Da brauchen wir, glaube ich, ein bisschen Leben.
Nein. Nein. Oh, so ein blödes Viech. Ich glaube, wir müssen noch was essen gleich. Und sterben wir. Ja, definitiv. Komm. Das ist mir egal. Hauptsache, man hat ein bisschen Leben. Zack. Ah. Shit. Okay. Ah, Mist. Zombie unlocked. Ah, ich dachte, ich könnte. Konnte ich nicht. So. Da geht's noch irgendwo hin? Runter noch? Sollen wir testen, wo es hingeht? Jetzt testen wir alles durch hier. Da! Kann mich jemand befreien. Wer ist das? Ash! Hi there, I'm Ash. Ich bin einer von den Arbeitern hier. Danke, dass du mir geholfen hast. Ich glaube, die Minen werden ein bisschen länger out of order sein. Aber ich weiß, wie man Heilgetränke braut. Darüber bin ich sehr froh und kann dann das machen. Ich werde zurück zum Dorf gehen, in die Taverne und werde anfangen, Tränke zu brauen. Super. Danke, dass du es machst und auf meiner Seite stehst. So, und ist da. Ah! Mein Gott, ich bin echt schlecht. Ich muss ein bisschen aufpassen. Oh nein! Was ist los? Oh, shit! Oh nein! Okay. Oh nein! Oh nein! Oh, das gibt's doch gar nicht! Ich will mein ganzes Leben hier verlieren! Shit! Oh, ich glaube, ich sterbe gleich. Hab ich irgendwas, das ich nehmen kann? Nee. Shit. Aber wir müssen da hoch, ne? Oh, das war aber Glück. Das ist schon wieder nicht normal, oder? Okay, hier hätte ich vielleicht gar nicht hin müssen. Ein Axt! Aber die wollte ich haben. Die equippen wir mal gleich. Und zwar in die andere Hand. Ach, es geht gar nicht. Da aber. Okay, der Klapp hätte auch schon durch. Nur den. Ach, da kann ich echt nichts reintun in die Hand. Also auf jeden Fall zumindest nicht sowas. Das ist ja schade. Ups. Ah, guck mal, so eine helle Barre. Natürlich cool. Zack. Ja, ich glaube, es ist gar nicht so leicht, das Spiel im Endeffekt. Aber, gucken wir, wie weit wir kommen. Okay, hier muss ordentlich gejumpt werden. Ich habe nur noch 4 Leben. Probieren wir es. Okay, das sieht aus wie so ein fieser Boss.
kann ihn mit nichts anderem. Shit, kam von unten das Viech. Oh nein, oh nein, oh nein. Game over. Leute, game over. Das war's. Spiel ist vorbei. Okay, wann haben wir das letzte Mal gespeichert? Gucken wir mal. Das ist schon ein Stückchen her. Das heißt, wir müssen den Boss nochmal besiegen. Das machen wir jetzt schon schnell. Und dann ist aber auch gut für heute. Ah, warte. Dann kann ich auch schon mal, wenn ich das weiß, kann ich auch schon mal den Club benutzen, denn der hat ein bisschen mehr Power. Oh. Oh nein! Da ist er. Oh. Also irgendwie kommt mir vor, dass diese Waffe echt kacke ist. Warte mal, wir machen das mal anders. Ich gehe wieder aufs Schwert. Ist zwar weniger Power, aber ich kann damit schneller zuhauen. Oh nein! Oh. Die Drecksau, warte. So. Wendigo unlocked. So, lass ich euch sterben. Jetzt kommt der Professor gleich und hilft uns. Yes! So, ich mache hier einfach Stopp und beim nächsten Mal, wenn ihr dabei seid, dann sind wir genau an der Stelle, wo wir das letzte Mal auf waren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.